Nachdem wir in den vergangenen beiden Folgen darüber gesprochen haben, dass wahlweise wir oder ihr keine Zeit habt, beschäftigen wir uns heute tatsächlich mal mit Filmen, in denen es um Zeit geht. Du kannst dein Verhalten nicht immer mit dem Verschwinden deines Vaters entschuldigen, Meg. Er kommt nicht zurück, nicht wahr? Gib die Hoffnung nicht auf. Ist das seine Arbeit? Worum geht's da? Er glaubt, wir können jederzeit durchs Universum reisen. Dann krümmst du den Raum, ja? Wir falten ihn eher. Du musst ihn sehr vermissen. Mehr als alles andere in diesem Universum. Wie wär's dann, wenn wir ihn suchen? Gehen wir! Er hatte recht. Es ist wirklich möglich. Nach Black Panther waren alle sehr gespannt auf das Zeiträtsel, der neue Film von Ava DuVernay, eine Art Fantasy-Variante der großen afroamerikanischen Emanzipationsbewegung im Kino. Aber ja, es ist schade. Also dieser Film, ja. Das ist, glaube ich, der Gedanke, den ich während des Films und nach dem Film hatte. Es ist einfach schade, weil man merkt bei diesem Film den Willen dahinter. Das ist eines seiner großen Probleme. Und man merkt aber auch, dass da ein Versuch unternommen wurde, wirklich was Großes, was Inspirierendes für afroamerikanische Kinder und insbesondere Mädchen zu schaffen. Und da muss man ja an der Stelle erstmal sagen, Halleluja, dass das überhaupt jetzt geklappt hat, vor allem in dieser Größe, mit diesem wahnsinnigen Budget. Aber das ist ja trotzdem, heißt das nicht, dass das alles gut geht und wunderbar ist. Und es ist ja schade, weil der Film fängt eigentlich relativ gut an und man hat die große Hoffnung, dass hier etwas Wunderbares erzählt wird, aber man merkt sehr, sehr schnell, das ist wahnsinnig blutleer. Genau, wir haben ja die Geschichte eines kleinen Mädchen, sie soll, denke ich, so 13 Jahre alt sein und sie ist an der Schule eine Außenseiterin und wird gemobbt und da gehen die Probleme eigentlich schon los, weil man fragt sich von Anfang an, warum ist ausgerechnet dieses Mädchen eine Außenseiterin? Sie ist klug, sie ist hübsch, sie ist schlank, in der Schule ist es äußerst divers, also warum sollte sie gemobbt werden? Aber gut, da bin ich ja noch gutwillig und sage, das schlucke ich jetzt einfach so. Und dann erfährt sie, dass ihr Vater, der vor 4 Jahren verschwunden ist, nicht abgehauen ist, so wie Lehrer und Nachbarn vermuten, sondern dass der tatsächlich feststeckt im Universum. Also er hat sein großes Ziel erreicht. Er kann viel, viel schneller durch Zeit und Raum reisen und zwar mit Hilfe von Zeitfalten. So wäre auch die richtige Übersetzung des Originaltitels und so heißt auch die Romanvorlage. Der Film jetzt heißt halt das Zeiträtsel und schon das ergibt keinen Sinn. Und nun macht sich Meg auf den Weg, begleitet von ihrem kleineren Bruder und einem blassen jungen Mann, der so ein bisschen dessen Namen ich sogar vergessen habe, aber er ist sozusagen ihr Love Interest auf so einer sehr platonischen Art und Weise. Genau. Ja, und das ist ja schon das Problem, weil ihr kleiner Bruder ist ein perfekt gescheiteltes Kind, was sich perfekt ausdrücken kann, hochintelligent ist und so nervig in seiner Perfektheit ist, dass ich ihm eigentlich die ganze Zeit nur was ins Gesicht drücken möchte. Und das hilft jetzt diesem Film nicht, weil man soll ja eigentlich Sympathien aufbauen. Und dann haben wir noch ein zweites Problem. Wir haben sozusagen drei, also was sind das? Fairy Godmothers oder sowas, gespielt von drei wunderbaren Schauspielerinnen, unter anderem Oprah Winfrey. Und die sollen jetzt helfen, aber auch die sind so eigenartig gestaltet und so kalkuliert in ihrer Art und Weise, in der Art, wie sie sich ausdrücken, was sie darstellen sollen, dass ich an der Stelle schon fast raus bin, weil das fühlt sich an, als ob das jemand auf so einem Reißbrett zusammengebaut hat. Weil sie sich auch, sie stecken in bonbonbunten Kostümen, sie reisen durch Welten, die so knallquietschend bunt sind, dass man das Gefühl hat, man erstickt fast vor zu viel Süße und zu viel Süßigkeit. Denn natürlich reden wir ja auch von einem Disney-Film. Das heißt, wir haben auch in der Familie und in der Botschaft diese typische Disney-Manie von wegen, du kannst alles schaffen, wenn du dich nur genügend anstrengst. Und es ist völlig in Ordnung, so zu sein, wie du bist, wenn du 13 Jahre alt bist, hochgewachsen, richtig gut aussiehst, nicht einen einzigen Pickel hast und ansonsten auch perfekt.
Und das ist, es ist ja an sich eine schöne Botschaft, die der Film vermittelt. Ja, aber und ich glaube die halt nicht. Genau, und das, also, und das, an, da stößt man immer wieder an Stellen. Zum Beispiel hat Meg als Figur unglaubliche Probleme mit ihren Haaren. Und man weiß ja nun auch aus den USA, dass gerade afroamerikanische Mädchen tatsächlich Probleme haben mit den Haaren und den Frisuren, die sie in Schulen tragen dürfen. Aber in diesem Film spiegeln sich diese Probleme nicht wieder, weil in diesem Film ist die Welt so perfekt und heile, dass man sich fragt, warum sollte sie da Probleme haben? Sie ist ja nicht eine von wenigen. Mhm. Und hier unterläuft der Film sich quasi immer wieder selbst. Mhm. Und deswegen wird er langweilig und unglaubwürdig. Und meine große Sorge war dann eigentlich ab so einem gewissen Punkt nur noch, dass es jetzt hoffentlich nicht vorbei ist mit den großen Budgets für afroamerikanische Regisseurinnen, weil sie jetzt es einmal nicht geklappt hat. Und es klappt ja nicht nur bei der Kritik, es auch die Einspielergebnisse in den USA sind nicht berauschend. Und ich hoffe, dass es da weitere Chancen gibt. Mhm. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Anna Segers Transit verfilmt Christian Petzold die Geschichte eines Mannes auf der Flucht. Er landet in Marseille, wo auch schon andere Geflüchtete warten und ihr Dasein fristen und auf Transitpapiere und ein neues Leben hoffen. Papier, s'il vous plaît. Das ich mit Transit habe. Mhm. Und ich sollte vorweg schicken, dass ich die Filme von Christian Petzold in der Regel mag. Mhm. Seine Art, Geschichten zu erzählen und sich an Geschichten anzunähern. Mhm. Bei Transit hatte ich aber, während ich dort saß und den Film gesehen habe, die ganze Zeit das Bedürfnis, ihm zu sagen, ich habe es verstanden. Der Film hat eine Tendenz dazu, Dinge sozusagen zu wiederholen, um sie nochmal zu erklären. Ein eigentlich schon fast amerikanisches Problem oder System, je nachdem, wie man es sehen. Da hast du recht, aber ich verzeihe diesem Film, dass großmütig ich bin. Denn ansonsten fand ich das einfach sehr, sehr klug und sehr hervorragend gemacht. Dieser Film basiert auf dieser Romanvorlage von Anna Segers. Da geht es natürlich um die 1940er Jahre und die Nazizeit. Und Christian Petzold verpflanzt das in die Jetztzeit und hat diese zwei Ebenen sozusagen aufeinander liegen, die miteinander auf eine sehr, sehr interessante Art und Weise korrespondieren. Denn man kann sich jetzt nicht mehr sozusagen mit Hilfe dieses, das ist ja alles geschichtlich und damals passiert, rausziehen. Es ist einem direkt ins Gesicht gesprungen. Und das fand ich schon mal so eine hervorragend gute Idee, die die Nazi-Problematik, die Flüchtlings- und Geflüchteten-Problematik mit der jetzigen Problematik so zusammenbaut, dass mir ganz Angst und Bange wurde, denn dieser Film hat plötzlich so einen ganz eigenartigen, fiesen Realismus. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es am Anfang auch sehr, sehr reizvoll und es gibt auch innerhalb des Films immer wieder Reibungspunkte, wenn dann Autos, die man eigentlich nicht in der Zeit verorten würde, auf einmal da durchfahren oder auch die Polizeiuniformen entsprechen mehr dem heute als der Zeit des Nationalsozialismus. Und genauso ist es auch eine nette Idee, grundsätzlich mit dieser Erzählerstimme zu arbeiten, was Petzold ja auch macht. Aber auch da war mir immer wieder zu viel erklären dabei, zu viel zeigen. Also ich erkenne, was toll ist. Mhm. Ich verstehe auch, dass das was Besonderes ist, gerade im deutschen Film. Aber ich hätte mir da tatsächlich noch mehr Radikalität im Ansatz gewünscht und noch mehr Reibung. Ja, das verstehe ich sehr, sehr gut. Ich glaube allerdings, dass man an der Stelle sehr wahrscheinlich zu viele Leute verloren hätte. Und dieser Film tatsächlich sehr versucht darauf abzuzielen, ein sehr großes Publikum zu erreichen, nicht nur aus ökonomischen Gründen, klar, aber auch aus Gründen der Geschichte, die hier grundsätzlich erzählt wird. Und ich finde es in Ordnung an dieser Stelle, weil sonst wird dieser Film wieder zu so einer Verfilmung, die in einer bestimmten, sagen wir, linksliberalen Blase gesichtet wird und mit Wohlwollen angenommen wird und alle anderen sind schon wieder ausgeschlossen. Und genau deswegen störe ich mich tatsächlich nicht daran.
Ich glaube, dass dieser Film ein sehr, sehr großes Potenzial hat, über die Problematiken und Politiken dieser Zeit zu sprechen und sie aufzuzeigen. Und ich glaube, es ist tatsächlich, auch wenn es nicht ganz so radikal ist, wie du denkst, der erste Film hier in Deutschland, der sich wirklich mit diesem Thema richtig auseinandersetzt. Mhm. Und der auch seine geschichtlichen Bezüge wieder mit einbaut. Und man muss auch sagen, wenn man den Film aus Warte von einer Literaturadaption sieht, ist es schon sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend gemacht, was er da mit der Ausgangslage macht. Und deshalb, es wurde ja schon viel über die Berlinale Bären gestritten und diskutiert, aber was da meiner Meinung nach so ein bisschen untergegangen ist, ist tatsächlich die Frage, warum hat Petzold dafür nicht wenigstens den Drehbuchbären bekommen? Also er hat ja gar nichts gekriegt. Ja, aber egal wie, er kommt jetzt ins Kino, dieser Film, und an unsere Stelle müssen wir sagen, den müssen wir auf jeden Fall und unbedingt empfehlen. Einst war Gloria Graham ein Star in Hollywood, doch nun schlägt sie sich mit Engagements an Theatern in England durch. Immerhin begegnet sie dort auch dem jüngeren Peter Turner, mit dem sie eine letzte Liebesgeschichte beginnt. Und wie das ausgeht, erzählt der Film mit dem wunderbaren Titel Filmstars Don't Die in Liverpool. Das heißt, du würdest, wenn ich dir einen Drink mache, reinkommen und mit mir was ausprobieren? Denn manche Tanzschritte gehen nur zu zweit. Wenn sie mir einen Drink machen, putze ich sogar ihr Badezimmer. Filmstars Don't Die in Liverpool, aber ich wäre in diesem Film doch wirklich fast vor Langeweile gestorben. Mein Gott, was ist denn da passiert? Ein Film wie eingeschlafene Füße. Es ist vor allem so schade, weil er fängt so toll an. Annette Bening sitzt als Gloria Graham in ihrer Garderobe in einem Theater in London und die Kamera fährt immer wieder um sie herum und versucht sie einzufangen und ihren Körper irgendwie einzufassen und diese kleinen Rituale, die sie vor dem Auftritt macht und diese erste 3 Minuten oder was das sind, dachte ich so, oh ja, das wird ganz, ganz toll. Und dann kippt sie um und irgendwie der ganze Film gleich mit. Ja, denn Annette Bening bzw. Frau Graham liegt im Sterben, wie man vielleicht aus dem Titel des Filmes schon absehen konnte. Und tatsächlich ist das hier ein langsames, elendes Sterben mit sehr vielen Rückblenden auf, wie schön war es denn früher. Und einem jungen Mann, der sie ein paar Jahre lang begleitet hat und auch jetzt quasi so eine Art Sterbehelfer oder Azubi oder sowas ist, der ihr zuschauen muss, wie sie ihre letzten Tage erlebt. Und das könnte alles total spannend sein. Das könnte sehr viel über Tod und Sterben, über Alter, über alte Körper, über Liebe, auch zwischen sehr, sehr verschiedenen Menschen mit sehr, sehr verschiedenen Altersstufen aussagen. Tut aber nicht. Ja, und nicht nur das, es könnte auch viel über das Star-Sein oder über Altern des Stars aussagen. Selbst über Filme könnte dieser Film viel erzählen und man hat auch immer das Gefühl, er fängt damit an. Er versucht ja auch so ein bisschen Film und Erinnerungen gleichzusetzen und sich so ein bisschen in Träume zu flüchten. Aber das war es dann auch schon. Also das ist wieder so ein bisschen wie diese Kamerabewegung am Anfang. Die hat man noch ein paar Mal im Film und man hat das Gefühl, hier war eine gute visuelle Anfangsidee, aber die wurde nicht weiterverfolgt. Ja, das ist so ein bisschen wie Opa von damals erzählt und sich wiederholt und wiederholt und wiederholt und man kennt die ganzen Geschichten schon und schläft ein.